So, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt zum Hands-on-Teil. Da haben Sie ja jetzt alle zumindest zum Teil Ihre Boxen ausgepackt. Und ich habe hier schon mal was vorbereitet. Wenn wir mal auf die Überkopfkamera gehen, dann kann ich auch meine kleidsame Lupenbrille aufsetzen. Und dann schauen wir uns die Situation an diesem Modell einfach mal gemeinsam an. Also Sie können durchaus noch ein bisschen näher drauf gehen. Ja, wunderbar. Gut, also es liegt die Teilmatrize, das sehen Sie hier. Es liegt der Spannring, der ist doppelt verstärkt bei Polydentia, den finde ich sehr pfiffig und der drückt die Zähne auf alle Fälle weit genug auseinander. Und es gibt bei mir persönlich genug Situationen klinisch, wo ich jetzt gar keinen Keil mehr nehme, weil ich sehe, das Ding ist unten dicht. Und die Separation funktioniert ganz, ganz toll über diesen Separationsring. Also in der Situation habe ich jetzt gar keinen Keil drin. Ist auch ein bisschen dem Modell geschuldet, je nachdem, wie viel da Platz ist. Dann wird das Bonding aufgetragen. Da haben Sie ja auch ein entsprechendes Schälchen dabei. Und dann kommt eben Flow in die Kavität. Und hier ist so eine kleine Vertiefung drin. Da trage ich das auf und dann verteile ich das Flow insgesamt mit der PA-Sonde einfach einmal in der Kavität. Und ganz wichtig ist eben, dass der Bereich, wo die Abschrägung ist, dass der wirklich da nochmal mit der PA-Sonde entsprechend gerührt wird, weil in dem Bereich dann einfach das Komposit sauberer anfließen kann. Dann lasse ich das noch einen Tacken setzen und dann wird das Licht polymerisiert. Ich sage es nochmal, weil ich hab erst gestern Abend noch so ein YouTube-Video gesehen, wo dann rauf und runter erklärt wird, warum das Flow jetzt ein Stressbrecher ist. Das ist es nicht, weil dazu bräuchte das einen anderen E-Modul, hat es aber in der Regel nicht. Es gibt, die meisten Flows sind sogar vom E-Modul steifer als die hochviskösen Komposite. Also das stimmt einfach nicht. Es geht einfach darum, dass Sie eine bessere Auskleidung, eine zuverlässigere Auskleidung der Kavität kriegen. Und dass Sie vor allem da, wo Sie das Bonding halt sehr dünn verpustet haben, wo Sie Sauerstoffinhibitionsschicht generieren, wenn Sie das mit ein bisschen Flow abdecken, härtet darunter das Flow einfach besser. Und beziehungsweise das Bonding besser und dadurch wird die ganze Dentinverbindung auf alle Fälle gestärkt. So wie ich das vorher am Video schon gezeigt habe, nehme ich jetzt das Composite aus der Kapule und ich setze jetzt im Prinzip immer am tragenden Höcker an. Das heißt, ich nehme jetzt das Composite, appliziere das in der Situation und modelliere das jetzt auf den tragenden Höcker. Und gerade das Inspiro, das Sie hier zur Verfügung haben, das ist wirklich ein hochfestes, standfestes Composite-Material. Und mit dem wird das jetzt entweder mit der PA-Sonde oder mit diesem Depeller-Set, da kann man im Prinzip beides nehmen, an den Zahn rangedrückt und diese, sagen wir mal, etwas grazileren Modellationsinstrumente, die erlauben es eben sehr schön, hier das Composite wirklich gut zu adaptieren, leichte Überschüsse wegzunehmen und im Vergleich zum Heidemann-Spatel habe ich halt den Vorteil, wenn ich da jetzt reingehe, dass ich quasi in der Hauptfissur überhaupt keinen Fehler machen kann. Und dann kann ich hier auch schon ein bisschen den zweiten Höcker modellieren und ganz, ganz einfach mich an dem Rest Zahnhartsubstanz Gebilde abstützen, das hier oben immer so ein bisschen über die Kante ziehen und dann ist im Prinzip das Ding anatomisch schon ziemlich korrekt. Ich nehme halt die PA-Sonde immer noch ganz gern, weil in dem Bereich hier dann so ein bisschen Überschüsse entfernt werden können und bei so einem schönen standfesten Komposit gehe ich halt wirklich hier nochmal in die Hauptfissur rein. Ich kann hier noch ein bisschen den zweiten distobukalen Höcker auch hier mit der Hauptfissur nochmal entsprechend anlegen und dadurch einfach schon mal eine schöne Anatomie gewährleisten. Wichtig ist eben immer hier oben so ein bisschen über die Kante ziehen, hier den Überschuss, aber wie gesagt, die Hauptfissur, die kriegen Sie eigentlich geschenkt und dann ist das vom Modellationsaufwand her absolut überschaubar.
Und ich habe einfach irgendwann mal angefangen, immer am tragenden Höcker mit der meisten Belastung anzufangen, weil wir bei unseren ganzen Composite-Studien gemerkt haben, die erste Schicht im Zahn haftet immer am besten, alle weiteren konsekutiv applizierten Schichten dann nicht mehr ganz so gut, zwar noch okay, aber nicht mehr ganz so gut. Und deswegen fange ich dann eben an am tragenden Höcker und danach mache ich den Scherhöcker. Auch hier Lieblingsmodellierinstrument, PA-Sonde und die Depperlack-Knospe. Dürfen, wenn Sie das dann nachmachen, nicht nervös werden. Also wie gesagt, die Zähne sind sehr mobil gelagert in dem Modell. Da wackelt schon mal was hin und her, aber das wird im Mund des Patienten nicht so sein. Da können Sie ganz sicher sein. Und dann kommt der letzte Teil hier einmal. Zentralfissur. Immer hier ist schön über die Kante. Und dann wird es da auch in der zentralen Fissur nochmal reinmodelliert. Und ganz wichtig ist halt, dass man sich immer schön am Zahn abstützt, um hier keine wilden Überschüsse zu produzieren. Und da komme ich dann eigentlich eben mit diesen beiden Modellationsinstrumenten gut klar. Dann machen wir da hinten noch die Fossa, treiben das Komposit nach da hinten, ziehen das ab. Und dadurch kriegen Sie eigentlich eine wunderschöne Kopierfräsung der Zahnmorphologie auf die Füllung runter. Dann ist die okklusale Morphologie fertig. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Manchmal ist es so, dass wir im mesialen Bereich noch ein bisschen was auftragen müssen. Das ist aber in Ordnung. Sie können sich jetzt auch hier die Morphologie nochmal anschauen. Das sieht schon relativ natürlich aus, so wie wir das jetzt modelliert haben. Das heißt, auch der Aufwand bei der Ausarbeitung hält sich einigermaßen in Grenzen. Das ist ja auch immer wichtig, dass man nicht so brutal viel einschleifen muss. Dann machen wir das Matrizenband raus. Dann muss ich mal ganz kurz meinen Scaler holen, weil ohne den möchte ich eigentlich nicht arbeiten. Das heißt, ich nehme jetzt einen ganz normalen Seitenzahnscaler und kratze erstmal die Überschüsse weg. Das heißt, in dem Bereich hier kann man das Composite schon ein bisschen schnitzen. Auch oberhalb von der Randleiste kann man das Composite schon ein bisschen schnitzen. Und auch hier, wo leichte Überschüsse sind, geht man jetzt einfach schon mal mit dem Scaler drüber. Und dann werden die kritischen Bereiche schon mal entsprechend. Und dann wird halt hier nochmal komplett der Bereich, wo die Bonding-Fahnen sind und so weiter, mit dem Scaler vorgeschnitzt. Dann härten wir von approximal nochmal nach. Das ist einfach ein Sicherheitsaspekt, weil immer irgendwo die Wahrscheinlichkeit für Schattenbildungen durch die Stahlmatrizen vorhanden ist. Das ist einfach, kennt jeder, dass irgendwo am Kastenrand noch ein bisschen weich ist, weil doch nicht genug Licht hingekommen ist. Und dann fangen wir jetzt mit der Ausarbeitung an. Wie ich das beschrieben habe, also zuerst mit den Sandpapierscheiben können Sie also hier entsprechend reingehen und auch oberhalb vom approximalen Kontaktpunkt reingehen
um das hier schon mal sauber abzurunden. Da kommt man wirklich überall sehr, sehr gut hin. Und dadurch, da wird das Composite sehr, sehr schön dem Zahn angepasst. Und jetzt ist das schon mal vom Übergang her in Ordnung. Das zweite, was ich mache, einfach um die Fissuren jetzt nochmal nachzufahren, ist das weiße Steinchen. Wenn Sie mir jetzt ein bisschen Wasserkühlung machen, das ist mit Wasserkühlung immer ein bisschen einfacher. Das heißt, ich habe rotes Winkelstück, weißes Arkansasteinchen und damit fahre ich jetzt die ganzen Fissuren nochmal nach. Mit Wasserkühlung, jawohl. Und wie gesagt, da darf ich auch mal an Nachbarzahn rankommen. Das ist kein großes Ding. Und das ist für mich also die ideale Vorbehandlungsmöglichkeit für Composite. Dann trocknen wir das Ganze. Und dann ist einfach so meistens das Verblüffendste, wo auch relativ schnell was passiert, das grüne Winkelstück mit der Occlubrush, wo man jetzt also im Prinzip so drüber geht und immer schön mit dieser Kelchform in die Fissur rein poliert. Immer so ein bisschen, ich sage immer, hektisch hin und her wischen. Immer schön in die Fissur rein und da kriegt man eigentlich alle Bereiche der Füllung sehr, sehr schön poliert. Innerhalb kürzester Zeit, also maximal eine Minute mit der Occlubrush und dann habe ich schon einen sehr, sehr schönen Glanz da drauf. Ich versuche das mal in die Kamera zu halten. Das heißt also einfach nur die Kombination aus weißem Steinchen und Occlubrush gibt eigentlich innerhalb wirklich einer vernünftigen Zeit, Sie haben das ja jetzt in Echtzeit gesehen, einen sehr, sehr schönen Glanz auf die Füllung. Ja, hier sehen Sie das nochmal. Und wie gesagt, wenn Sie dann nochmal richtig Turbogas geben wollen, Lucida Polierpaste, die haben wir auch vorbereitet in diesem orangen Ding. Da kommt ein bisschen was auf den Zahn drauf. Das ist schon entsprechend in der Box vorbereitet. Und dann geht man da mit dem Mandrell nochmal drüber. Und macht also nochmal richtig Turbo-Hochglanz drauf. Das heißt, damit, das fällt ab. Dann machen wir mal da noch meine Occlubrush drauf. Das hilft genauso gut. Wie gesagt, die Filzkegel aus der Technik, die sind natürlich Bombe, aber wir machen es jetzt mal mit der Occlubrush soweit fertig. Da geht es auch. Das zeigt eben dann nochmal für den Turbo-Hochglanz. Dass das auch innerhalb kürzester Zeit ein sehr, sehr schönes Ergebnis macht. Dann sprühen wir das mal kurz ab. Haben Sie noch mehr Alkohol? Oder ich muss das mal absprühen da.
machen wir es erst damit. Ich muss jetzt noch gerade die Überreste von der Polierpaste wegsprühen. Gut. Luftpüste. Und dann haben wir das Endergebnis mit der perfekten Politur auch innerhalb kürzester Zeit sehr, sehr ordentlich. Okay, das war die Systematik. Dann viel Spaß beim Nachmachen. Dann geben wir Ihnen jetzt noch ein bisschen Zeit für die Bastelstunde und für Fragen stehe ich im Chat selbstverständlich zur Verfügung.